ich dachte mir wegen der Frau Benasch. Wenn da nichts rumkommt bei dieser Mieterbefragung. Ich meine, wenn sie vielleicht in dieser Anstalt bleiben soll, dann stelle ich mich als Verwandte vor oder so. Auf jeden Fall, ich hole sie raus. Stefan. Um Gottes Willen, Stefan, was ist denn passiert? Stefan, sag doch was, bitte. Stefan, wach auf, bitte. Oder glaubst du etwa, der Fisch war vergiftet? Sehr komisch. Was ist das? Eine Spazierstockplakette. Schloss Neuschwanstein. Beimers netter Onkel. Vielleicht. Du hast mich falsch verstanden. Ich kann dich jetzt nicht brauchen. Warte bitte nicht auf mich, okay? Tanja. Es tut mir leid. Versteh mich bitte. Es hat mich total erwischt. Er soll nie wieder mit dir sprechen. Nie wieder, hast du verstanden? Gewissen ohne Gottlieb. Ganz allein. Weißt du was? Ich freue mich irrsinnig auf deine Antwort. Scheint so eine Sache ja sehr sicher zu sein. Ja. Stefan. Oh. Benning. Anna. Du hast gesagt, ich darf mir was wünschen. Helfen Sie ja doch. Los, Doc. Helfen? Ich leg's sie dir zu Füßen. Die Idylle? Die ganze Lindenstraße. Und mich dazu. Lieb von dir. Vera, willst du nicht zu mir ziehen? Oh, Celia!
Was ist denn? Ich kann es nicht begreifen. Ist ihm etwas passiert? Die haben doch recht, nach all dem, was passiert ist. Oder? Aber wohnt hier eine Christina Bahnsteig? Wer? Christina Bahnsteig. Ja, aber sie schläft. Dann müssen wir Sie bitten, sie zu wecken. Und zwar sofort. Ich soll Christina wecken. Sofort. Vorsicht, ein Auto! Mit Stefan, ein Auto! Es geht nicht hin! Deine Reinheit beflecken einem Mann, dessen Blicke dich schon beschmutzen. Opfer nicht, Geliebte, opfer nicht dein Celine. Kannst du mir erklären, was das bedeutet, Vera? Vera! Vielleicht ein andermal. Oh, schade. Ich könnte Ihnen allerhand beibringen. Über das Leben. Die Liebe. Weg ist sie. Hast du die Beine gesehen? Aber Herr Beimer, du bist doch ein grundsolider Ehemann. Bin ich das? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ach so, du verreist mit deinen neuen Freunden. Und wo fahrt ihr hin? Nach Nepal? Seit Stunden in ihrer Wohnung und jetzt ist es 2:30. Ja, du, sie wird noch unterwegs sein. Es ist eine Menge los nachts in Berlin. Ihre Nachbarin hat sie schon tagelang nicht mehr gesehen, Hans. Ich bin ganz verzweifelt. Was soll ich denn tun? Abwarten, Ruhe bewahren. Es muss ihr was passiert sein. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Ich glaube, ich gehe am besten zur Polizei. Zur Polizei? Du glaubst ja nicht etwa, dass sie... Du bist hier zu Hause. Bitte, Friedhelm. Lass mich gehen. Bei deinem schlitzäugigen Freund warst du nicht so zimperlich. Bist du verrückt? Ich will nicht. Hol dir doch den Schlüssel. Celine, antworte. Was wollte er?
Er hat gesagt, wenn wir allein fahren, wird was Entsetzliches passieren. Verstehst du, was er damit meint? Etwas Entsetzliches? Unzucht an Abhängigen angeklagt wird, muss er Vera sofort freigeben und garantieren, dass er keinen Versuch machen wird, sie je wieder zu sehen. Ich gebe euch eine Woche Zeit, Celine. Allerletzte Frage. Ich habe gerade festgestellt, ich habe irgendwie meine Zahnbürste vergessen. Du hast doch sicher nichts dagegen, wenn ich deine heute mitbenutze, oder? Und die Madame Therese natürlich auch, wenn Sie wollen. Nein, die nehme ich das nächste Mal mit. Das nächste Mal? Ja. Ich würde sie gerne wiedersehen. Wirklich? Da war so ein Gefühl. Meinst du ein Blutspenden? So wie damals mit Mädchen. Bist du... Denkst du nicht etwa... Glaub ich, das wahr? Das hat sich so angefühlt. Gott, du, ich, das wäre das Allerschönste für mich. Jetzt kannst du dich scheiden lassen, dann hast du zwei Kinder ohne Vater. Ich bin nicht schwanger. Du hast aber Glück gehabt, weil... Ich habe nämlich den AIDS-Virus. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Warum nicht? Bleib hier. Was ist denn? Ah. Hab geträumt. Publik, der Zeberball hat AIDS. Ja. Wie haben Sie sich verhalten? Da fragst du doch. Fristlos. Trotzdem. Mag's nicht. Du hast Angst. Was glaubst, wie lange wir das noch durchhalten?
Aber so ein bisschen was könnten die deutschen Männer auch davon haben. Weißt du, dass du mir schon lange nicht mehr gesagt hast, dass du mich lieb hast? Was hast du? Und die sollen mir in die Augen schauen und mir sagen, dass sie mich aus dem Haus schmeißen wollen. Aber das kannst du nicht machen. Was ist, wenn... Doch. Ich möchte wissen, wer von denen den Mut aufbringt, mir das ins Gesicht zu sagen. Ich muss mir klar darüber werden, wie es weitergehen soll. Ob ich bei dir und den Kindern bleibe oder... Oder was? Ich habe eine Verabredung. Nacht. Hier ein gewisser Franz Josef Bichelsteiner wohnt. Die suchen ihn, aber warum, weshalb? Das wollten sie mir auch nicht sagen. Aber wenn er hier auftaucht, dann soll er sich sofort bei ihnen melden. Scheiße! Und glaubst du, dass er die Aktion alleine? Bei dir. Ich will doch nur, dass da helfen. Helfen. Mir nicht mehr helfen. Dir nicht. Dass du deine Eheprobleme bald gelöst hast und wir uns Anfang März wie verabredet in Adana wiedersehen. Je t'embrasse tendrement. Deine Laura. Manuel, warum bist du nicht im Bett? Geht Papa jetzt für immer? Wir haben dich sehr, sehr lieb, Gabi. Und der Hubert und ich, wir haben uns entschlossen, du, und das ist unser eigentliches Weihnachtsgeschenk an dich. Wir kommen für immer nach München. Zu dir. Zu mir? Für immer?